Herzlich willkommen auf Roberts Classic Schiff. Heute ist schon die 12. Woche Mittwochsrasur auf deutscher Sprache. Und an diesem Mittwoch kommt Solea, die Amaris Barbershop, Jakib Umeran mit Ladas Rasierklingen und DS Cosmetics G7 24mm Synthetik Coffee Rasierpinsel. Diese Produkte werde ich heute verwenden als Vorbereitung Proraso Pre-Shave Anti-Irritation für sensible Haut. Aloe Vera, grüner Tee und Vitamin E machen aus dieser Pre-Shave Creme ein absolut Unikat zur Rasurvorbereitung. Die Pre-Shave Creme führt der Haut Feuchtigkeit zu und bereitet sie somit auf eine angenehme Rasur vor. Die Creme schützt und pflegt die Haut vor und nach der Rasur spürbar und beugt Hautirritationen vor. Proraso Pre-Shave Creme kann aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften auch als Aftershave verwendet werden. Mein Rasierpinsel heute wird sein der DS Cosmetics G7 Rasierpinsel. Material G7 Kunsthaar, Bürstenhaar, weiches und gutes Rückgrat, Griff aus Kaffeeharz, Dimensionen 56mm, Grifflänge 38mm, Mahl 60mm, Knotendurchmesser 24mm. Als heutige Rasiercreme werde ich verwenden die Amaris Original Fresh Rasiercreme Solea Men Arbeit für eine gründliche und erfrischende Rasur mit die Amaris Barber Paris zusammen. Die Inhaltsstoffe, die könnt ihr in der Beschreibung dann auch selber lesen. Mein Rasierhobel heute: Yaki Blue Melon Brass Doppeloffener Kamm. Rasier, Kopfmaterial, Zinklegierung, Griffmaterial, Messing, Grifflänge 91mm, Gesamtlänge des Rasiers 95mm, Griffdurchmesser 12mm, Farbe Blau, Gesamtgewicht 83 Gramm. Und die Klingen dazu sind die Lada Super Stainless, hergestellt von Mostale Masch, Country Russia, Russland, Beschichtung Stainless Steel. Zum Abschluss das Rasierwasser, der Amaris Barber Original Aftershave Lotion Barbershop Scent. Die Basisnoten des Duftes: Kopfnote Neroli, Bergamotte, schwarzer Pfeffer, Herznoten Safran, Bernstein, Jasmin. Die Basisnoten Tabak, Zedernholz und Kaschmir. So, jetzt gehe ich mich vorbereiten für die Rasur. Und wenn ich fertig bin, gehe ich wieder zurück.
So, jetzt ist alles vorbereitet und wir können mit der Rasur beginnen. Erstmal schauen wir den Schaum im Gesicht. Einen schönen dicken Schaum, richtig cremig, was sich auch auf der Haut sehr gut anfühlt. Für einen derart niedrigen Preis, dass man wirklich staunen kann. Eine Rasurcreme von dieser Qualität für diesen Preis herzustellen, das ist wirklich sehr geil. So. Ja, mein T-Shirt verkleckert, aber noch nichts. So, und dann geht's los mit dem ersten Pass. Schritt. Circa 2 Tage. Da sitzt der Bart dran. Viele werden sich von euch fragen, die diesen Rasierer noch nicht kennen. Ja, doppelt offener Kamm, ist der aggressiv? Nein, ist nicht. Effektiv ja, aggressiv nein. Das ist ein sehr netter, sanfter Vogel, würde man so sagen. Und ja, ich habe ihn bekommen bei einem Giveaway von John Chase 101. Habe ich heute gewonnen. Normalerweise wäre eigentlich Hugs Resurrection gewesen. Rasiercreme, die habe ich bekommen. Und es wäre auch Aftershave, aber er hat Aftershave mit Alkohol gehabt. Ja, aus England. Ja, darf kein Aftershave mit Alkohol hier nach Europa kommen. Und deswegen war als Ersatz dieser Rasierhobel dann. Dieser Silberwirbel ist super. Super. Super sanft, aber super gründlich. So, das Gesicht jetzt ab. Zum zweiten Pass. Heute mache ich meine normalen 2,5 Durchgänge. Mit gegen und einmal am Hals noch mal ein bisschen säubern. So ist es ja
ein Arbeitstag. Muss jetzt nicht BTS sein, unbedingt. Wenn ich schaffe mit 2,5, dann bin ich sehr stolz, aber wenn es nicht, ist jetzt nicht irgendwie. Es muss sein. Nee, muss nicht sein. Nicht heute am Mittwoch. Ich könnte mich mit der Rasiercreme den ganzen Tag eincremen. Also das ist wirklich super. Das ist genau diese. Ich mag auch diese leichten, ja, manche leichten Zins mag ich auch, aber mehr stehe ich auf diese Barbershop-Halten, ja, diese rustikalen Düfte, ein bisschen härteren, stärkeren, dunkleren, das ist so meine Welt. Und das dann noch mal so eine Kombination mit dem super Preis ist. Das ist wie ein Lotto-Gewinn für mich. So, gegen den Strich. Ich glaube eher, dass hier bei diesem doppelt offenen Kamm mehr dazu dient, dass der Schaum einfach besser abläuft. Anstatt dass er diesen Effekt von den anderen offenen Kämmen hat, wie zum Beispiel Mühle. R41, also andere. Und so wie ich gehört habe, und ich glaube auch den Leuten, ich glaube, der Rasierhobel geschlossener Art, die wesentlich aggressiver sind als sogar R41. Und der neue, der ist ja eh viel sanfter gemacht worden. Auch bei Fatip habe ich mich immer gewundert, auf einer ganz großen italienischen Internetseite, also Internet-Shop-Seite, also die Goodfellas, wenn man da die Berichte anschaut oder die Reviews von den Leuten mit den Fatip-Rasierer, also ganz viele Reviews bei den offenen Kämmen, bei den geschlossenen 1-2 von 20 Rasierhobeln, ja, da sieht man, es kann ja sein, dass jeder irgendwie so ganz aggressive Rasierhobel in Italien mag. Nein, die Rasierhobel sind sanfter als man denkt. Das ist immer abgewaschen. So, das ist hier mit warmem oder mit Wasser. Und ja. Bäh. Na gut. Da habe ich mir alles eingeschäumt und dann bloß den Hals. Ich werde aber auch den Hals bloß machen. Das nachher habe ich dann zum Gesicht waschen. Ja, so. Ja, das ist noch so Schminke. Ja.
dich. So, dritter Durchgang. Quer zum Gesicht. Auch quer zu den Barthaaren. Und die Hartheit, die Flüssigkeit mit dieser Rasierseife ist absolut genial. Also sehr hohe Leiteigenschaften. Super, ja, diesen Preis exzellent, sag ich mal. Besser als viele teuren. Gut, von den Inhaltsstoffen kann man jetzt nicht reden, aber das, was vom Gefühl her ist, ist einfach Spitzenklasse. So, ich lasse das Wasser jetzt, das alte Schmutzige, aus dem Sink heraus. So ist es sehr gelungen. Ja, eine verdammt schöne Rasur war das. Ja. Ein paar Pampas abrasiert, aber bitte, nicht so schlimm. Ganz von an hier. Das passt richtig jetzt. So. So, ich dann mit der Rasiercreme noch ein bisschen abwaschen. Abtrocknen. Oh. Da geht er oben. Hier oben seid ihr noch da. Ja. Dann kommen wir zum Wasser. Ja, der Original Baba Schubzent. So, ein bisschen auf die Hand drauf. Reichlich. Oh. Das ist nur ein geiler Zent. Also, ich sag ja, du musst nicht viel Geld haben, um einen guten Duft zu haben. Du musst nur wissen, was man kauft. Es kommt doch immer davon, was einem gefällt. Also, es mir gefällt es. Es muss ja nicht sein, dass es gerade dir gefällt. Oder dir. Oder dir. Aber ihm da hinten, ihm könnte es vielleicht doch gefallen. Genauso wie mir. Also, es kommt immer auf die Person drauf an. Ich kann nicht immer wieder sagen, naja, es gefällt ihm, weil es mir gefällt. Kann
Muss nicht sein. So, das schon. Geil. So, das war die Rasur. Ich denke mir, oh, kann man sich doch zusetzen damit, oder? Oh, alles schön. Nicht 100%. BBS, also bei dem Feinschiff, ja, das schon. So, ich lasse jetzt nochmal dann die Bilder hier mit den Beschreibungen von den Produkten, was ich heute genommen habe, dass ich das nicht alles nochmal hochheben muss. Bin ein bisschen faul. Ja, entschuldigt. So, ich bedanke mich bei allen Zusehern, bei all meinen Abonnenten, bei den alten und bei den neuen. Sehr schön, dass ihr alle da seid, da gewesen seid. Liked, subscribed, hit the bell. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mittwoch in Deutsch oder wenn ihr wollt, in Englisch zu schauen. Dann am nächsten Sonntag wieder in Englisch. Also, Dankeschön.